Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die M1A1 Carbine. Ja, auf jeden Fall zu der M1A1 Carbine gleich am Anfang. Ich finde sie hart geil, denn das ist die erste Waffe, die aus dem Weltkrieg genommen wurde. Naja, außer die Sten, aber die auch noch wirklich hart geil aussieht, denn diese hat eine Holzoptik und dennoch noch so eine gebrauchte Holzoptik, denn sie scheint nicht wirklich neu zu sein, denn ihr seht schon, da sind Kratzer an der Seite und das macht die Waffe noch geiler. Nur was mich ein bisschen aufregt, ist die Form, wenn ihr jemanden tötet, dann steht da ja diese Waffenform immer rechts oben. Und das regt mich ein bisschen auf. Sieht gar nicht so wirklich aus. Naja, was ist das für ein Schaft? Ich habe so einen davor noch nie gesehen. Ich meine, jeder kennt Softwares oder echte Waffen aus Filmen. Und was ist das für ein Schaft, habe ich mir zuerst gedacht. Aber naja, man sieht es ja später nicht, wenn man zockt. Also man sieht dann nur doch das Holz. Und auf jeden Fall würde ich sagen, dass die M1 der Vorgänger von der M14 ist. Denn die M1 ist Semi-Schuss. Tätig oder so, ich weiß jetzt nicht das Wort. Auf jeden Fall, sie schießt pro Klick nur eine Kugel und das bleibt auch so. Wenn ihr gedrückt halt, passiert nichts. Mit Rechtsklick könnt ihr auch nichts schalten oder sowas. Sowas wie bei der Kubi Z-Karmo oder bei der XM8. Da könnt ihr nichts machen. Auf jeden Fall bleibt das bei Semi, nicht Automatik oder sowas. Das ist ein bisschen, naja, ich würde sagen, es gibt Plus und Minus da. Aber zu denen kommen wir später. Auf jeden Fall, was ich zu der sagen kann, das ist eine wirklich geile Waffe. Allgemein, der Design ist echt hart gelungen. Das ist wirklich geil, denn ich will sie unbedingt haben. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann holt sie euch einfach, denn das ist einfach, es lohnt sich, die zu holen. Man hat hart Spaß damit. Niemand kann rumheulen, dass es eine Noob-Waffe ist. Denn, ganz ehrlich, die ist Einzelschuss. Die haben eine Automatik. Ihr habt eine Waffe, die eben halt länger braucht zum Schießen, aber auch, naja, gezielte Schüsse töten ja, ist auch klar, aber eben halt, damit könnt ihr richtig gut trainieren, zum Beispiel, One-Tap oder sowas, denn sie schießt auch einfach nur eine Kugel und punktgenau ist sie auch noch. Also, am besten empfehle ich euch, Kreis zu benutzen, also eben halt 10, glaube ich, war das, von den Visierungen, damit, ihr das leichter habt, diesen Punkt in der Mitte habt und dann könnt ihr auch oftmals Headshot machen mit einem Schuss. Ja, Rifles allgemein machen ja auf den Kopf 100 Damage und ja, ein Schuss. Auf jeden Fall kommen wir dann gleich zu Punkt Damage oder Power. Auf den Kopf macht sie von jeglichen Distanzen 100. Auf einer Close Range macht sie durchschnittlich 32 bis 34 Damage auf den Körper und auf die Füße macht sie 21 bis 23 Damage. Ja, was mir sehr gut gefällt, auch noch an dieser Waffe, denn der Sound ist wirklich gelungen, also, es gefällt mir wirklich. Denn erstmals, wenn ihr sie rausholt, dann zieht er nochmal am Nachladehebel, aber ist ja bei jeder Waffe so, aber es hört sich wirklich geil an. Oder wenn er nachlädt, dann zieht er auch nochmal an diesen Nachladehebel und dann steckt er das Magazin raus. Wie geil ist das denn? Anstatt das gnadenlos so rauszuziehen und dann wieder gnadenlos reinzustecken. Aber, naja. Auf jeden Fall, das Magazin ist in 3,17 Sekunden leer geschossen, also ungefähr, und, also sagen wir 3,1 Sekunden, und, naja, auf die Millisekunden achtet ja so oder so niemand, es kommt dann nur noch auf die Sekunden an, und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, sie hat 30 zu 90 Munition, ihr könnt das erweitern durch ein extra Magazin, das kostet GP im Item Store, und das Magazin ist auch in 2,16 Sekunden nachgeladen. Auf jeden Fall, was ich zu dieser Waffe noch hinzufügen kann, das Plus und Minus an dieser Waffe, also Pro und Contra, ist, dass sie, naja, Pro ist eben halt, dass sie wirklich Laune macht. Man kann Pinpointing in Ghost Mode damit anwenden, also das ist dann eben halt der Ersatz für die Winchester. Niemand wird als Noob bezeichnet, also weil die hat nicht hundertprozentig Wallbang, die verzieht. Naja, nicht wirklich, aber ich meine, man muss immer klicken und dann man rückt ja das dann mit dem Zeigefinger, wenn man immer raufhaut, dann verrückt man ja leicht die Maus und dann, naja, auf jeden Fall, man macht eigentlich sehr, sehr gute Killstreaks damit, würde ich sagen, naja, nicht wirklich gute, naja, jetzt kommen wir mal erstmal zum Kontra, würde ich sagen, also das mit den Killstreaks meinte ich so, dass eben halt, naja, es ist eben halt so, wenn jetzt mehrere vor euch sind, dann könnt ihr nichts anrichten, denn die haben eine automatische und ihr habt eine Semi.
Und das ist schon ein bisschen doof. Also eine Einzelschusswaffe. Die könnt ihr ja nicht mal rumschalten mit Restig oder sowas. Nein, die bleibt immer auf Einzelschuss. Und das ist ein bisschen so, oh la la, was soll ich jetzt machen, wenn da jetzt auf einmal drei Personen vor mir stehen? Natürlich Selbstmord. Nein, das kann man nicht machen. Auf jeden Fall, wenn ihr mit der M1 spielt, dann kann ich euch nur raten, da wo man schnell wieder spawnt. Also Siege and Destroy ist schon wieder heikel. Ihr könnt das gerne in Ghost Mode versuchen, denn dann wundern die sich auch wahrscheinlich so Hacker oder sowas, wenn ihr jetzt so random irgendwo hinschießt, mit der, wenn ihr Pinpointing anwendet. Ich kann euch nur empfehlen, damit im Team Deathmatch zu zocken. Also das ist eine Fun-Waffe, würde ich eher sagen. Man kann damit eigentlich wirklich auch gescheit zocken, aber ich kann es nicht raten. Wirklich in Siege and Destroy, auch besonders nicht in CWs, auf keinen Fall. Denn dann ist man wirklich am Arsch. Aber, naja, ihr könnt sie euch auf jeden Fall holen im CP Black Market. Die ist ein bisschen teurer als die normalen durchschnittlichen CP-Waffen, denn diese kostet, also ein Crate kostet 1100 CP, 5 Crates kosten 4950 CP und 10 Crates kosten 8800 CP. Ist ein bisschen gestiegen, der Preis. Finde ich ein bisschen, naja, so lala. Aber was soll man machen? So verschwindet das CP auch. Aber naja. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Glück, wenn ihr darauf drehen wollt. Oder wenn ihr schon ihr habt, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich bin neidisch. Habt ihr geschafft. Und wenn ihr jetzt noch Waffen habt oder sonstige Limited-Time-Waffen, meine ich jetzt, oder irgendwas wie jetzt, keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, oder liked es besser gesagt. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Teilt es euren Freunden, schaut bei den Partnerkanälen vorbei. Und Dankeschön an Benjamin, der mir seinen Account geliehen hat, damit ich das Review machen kann. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Bis dann.